Hallo Freunde der betriebenen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Obertal. Ja, wir haben ja das Problem gehabt, dass ich Ding nicht einladen konnte, den Strawberry Juice, und das lag daran, hier in diesem Loading Station, also in den Trigger, da habe ich es noch gar nicht drin. Ich habe nur da unten eingetragen und da eingetragen. Muss natürlich auch da rein, deswegen. Leerzeichen. Zack. Einfügen. Jetzt haben wir es ja auch drin. Und wenn ich schon da bin, mache ich auch gleich hier aus der 2 eine 8. Dann geht es beladen schneller. Dann jetzt wieder speichern. Schließen und ins Archiv damit. Ja. Zack. Schon erledigt. Und jetzt geht's wieder ins Spiel und dann muss es aber funktionieren. Nach dem Intro. So, da sind wir wieder bei dem Erdbeersaft-LKW. Also in dem Lager müssen wir das dreimal einfügen. Einmal fürs Einlagern, einmal fürs Auslagern und dann nochmal, damit auch Palettenware ausgelagert werden kann. Auch nochmal. Also dreimal Erdbeerjuice muss hier rein, wenn man das auch als Paletten auslagern möchte. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht ganz als Volldepp dastehe und das jetzt funktioniert. Mach jetzt bloß dein Tor auf. Ich sag's dir, Junge. Er will mich doch verarschen. Der will mich doch jetzt komplett verarschen. Das glaube ich jetzt. Glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Was soll ich denn noch machen? Die Füße küssen? Oder habe ich das falsche Lager genommen? Also, ich überprüfe das doch mal. Hallo Freunde der aktuellen, der virtuellen Landwirtschaft. Alle guten Dinge sind drei. Ich habe tatsächlich im falschen Lager die Werte eingetragen. Es liegt aber daran, weil in dem Lager Medium, das ist das Große, und ich dachte, Medium ist das Kleine, und da wo nichts davor steht, das ist das Große. Aber nee, da ist Medium tatsächlich das große Lager. Die Logik muss man natürlich auch erstmal verstehen. Jedenfalls habe ich es jetzt ins richtige Lager eingetragen. Und dann bete ich jetzt zu Gott, dass die scheiß Klappe aufgeht und der Erdbeersaft da rausgeht. Sonst werde ich nämlich zur Furie. Wieder nichts auf. Ach doch. Ach doch. Da geht's auf. Und dann läuft auch die ganze Soße raus hier. Mann, 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 Mann. Ja. Also bei mir ist Medium nicht das Größte. Also wenn, dann hätte ich Medium oder Large. Und das Large wäre dann das Große. Aber bei dem Kleinen gar nichts hinzuschreiben und dann das große Lager Medium benennen, ist kontraproduktiv, würde ich mal behaupten. Aber ist sicher nicht meine Mod, kann jeder so eintragen, wie er will.
Ich hätte es halt anders gemacht. Wollte ich damit nur ausdrücken. So. Der fährt sich jetzt einparken. Und wir haben hier unsere Anzeige. Und auch da sehen wir jetzt Erdbeersaft. Yeah! So, dann gucken wir doch mal in unser schönes... Was wir noch zu tun haben. Wir haben nämlich hier noch was Rotes bei Tomatensaft. Tomatensaft wird nicht mehr produziert, weil keine Tomaten mehr da sind. Was sagt unser Gewächshaus zu Tomaten? 197.000. Wird man sagen, bisher nicht, oder? Außerdem haben wir hier bei Heu. Oh, Heu ist voll. Full. Okay, dann das, was zuerst kommt, mal zuerst. Zack. Nee. Ja, der. Den schicken wir jetzt zum Blop. Hof. Zum Grastrockner. Und das, was wir da aufladen, bringen wir ins Futtersilo. Das ist dann kein Gras, sondern Heu. Das machen wir einmal, weil wir haben ja den großen. Wir zweckentfremden den jetzt mal, weil ich jetzt nur einmal fahren will und nicht zweimal. Ja, da hätte ich auch eine Geradeausspur noch machen können. Fällt mir gerade auf. So kutschiert er jetzt ja um die Tankstelle wahrscheinlich Lager herum. Wäre ja unnötig, wenn ich da eine... Ja, egal. So, da ist der Grasetrockner. Und da geht jetzt rein Heu. Jawohl. Sehr schön. Können wir weiter scrollen. Zack. Den brauchen wir nicht. Zack. Den brauchen wir auch nicht. Den auch nicht. Da sind wir richtig. Da steige ich aus. Ich brauche dich schon wieder, mein Freund. Es tut mir ja furchtbar leid. Aber wir müssen fahren zu die Gewächshäuser. Gewächshäuser. Da laden wir dann Tomaten. Tomatenbeladung. Zack. Das bringen wir dann zu Fritzi Spitzi. Anlieferung Produktion. Und das sind dann... Tomatos. Die müssen da unten irgendwo kommen. Da. Tomatos. Einmal ist okay. Und Abfahrt. Ja. So, haben wir sonst noch irgendwas? Gucken wir mal. So, Tomatensaft, das wird erledigt. Ist mal dabei. Da kann auch nichts gehen. Da fehlen uns ein paar Zutaten. Heu ist wieder im blauen Bereich. Und Mineralfutter ist fertig, weil kein Natriumchlorid. Was haben wir? Natriumchlorid? 86.000. Das kann doch wieder unser Kleiner machen, oder? Der hier. So, wir fahren. Ach, da war's doch schon. Da. Wir fahren zur Salzgewinnung. Salzgewinnung war ein Ausgang. Das bringen wir dann zur Spezialfutterfabrik. Anlieferung Produktion. Und das ist dann Natriumchlorid. Das machen wir einmal. Und wir machen es jetzt.
Oh, hat er sich mal vorbei gedrückt hier. Der Schelm. Wo will der hin? Ach, der will sich wieder einparken, hoffe ich doch mal, oder? Warum dann? Nee, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht. So, der will zum Parkplatz. Doch, der will sich einparken. Okay, nehme alles zurück. Passt. Der steht ja da hinten in der Halle. Ja, klar. Bin ja doof. So, das sind wir jetzt gleich in der Salzgewinnung. Dann bleibt man doch bei dem dabei. Oh, die Bäume verfärben sich auch schon. So allmählich. Wir haben September. Wie im Real Life hier auch. Aber bei uns sind die Bäume noch grün. So, da kommt es jetzt gleich. Noch einmal hier um die Ecke. Dann haben wir hier die Waren, den Warenausgang. Gibt es ja nur das hier. Anliefern müssen wir hier nichts. Wir brauchen hier noch Strom. Und der Rest wird aus dem Wasser gezogen. Aus dem Seewasser wird dann Natriumchlorid extrahiert und Speisesalz. Und das restliche Wasser wird dann wieder aufbereitet und wieder dem See zugefügt. Haha. So modern bin ich hier auf der Obertal. Der zuckelt hier rum, weil er ab und zu noch so ein paar Spritzer kriegt jetzt hier. Seht ihr da? Aber da warten wir jetzt nicht drauf. Wir fahren jetzt weiter. Und dann gucken wir mal, was unser Tomatenkutscher macht. In der Zwischenzeit müsste der ja schon... bei den Gewächshäusern sein, wollte ich sagen. Er hat schon geladen, Tomaten. Er hat geladen, Tomaten. Der ist... Ach, der zuckelt da auch wieder rum, weil er da ab und zu wieder ein paar Gramm Tomaten kriegt. Bin ich denn so? Ja, da ist er, seht ihr? Ja, er zuckelt da auch rum, weil er ab und zu mal wieder ein paar Tomätchen reinkriegt. Jetzt ist er eh durch, oder? Ja, jetzt ist er durch. Der fährt jetzt zu Fritzi, Spritzi. Und dann geht das Tomatenlichtchen auch aus. Ich werde mal in der Zwischenzeit, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, da gucke ich mal ganz schnell nach dem Roboter, weil allzu viel Mineralfutter habe ich da ja nicht hingebracht. Roboter, müsste das hier sein? Ne, Mineralfutteranlieferung. Ist mir auch recht. Dann gucken wir doch mal. So. Wir haben Stroh. Check ist gut. Heu ist gut. Silage ist gut. Seht ihr, Mineralfutter. Da haben wir schon null. Also arbeitet der Roboter nicht. Das ist gar nichts gut. Produktionen. Spezialfutterfabrik. Wo haben wir die? Da weg. Muss doch unten sein. Da.
Mineralfutter, das können wir gleich mitnehmen. Wenn wir da jetzt schon das Natriumchlorid hinfahren, nehmen wir doch auch gleich das Mineralfutter mit und kippen das wieder bei den Kühen hin. Und dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Und derzeit trinke ich mal ein Schlückchen. So, Schlückchen habe ich getrunken. Dann mache ich noch eine Runde Dampfi-Dampfi. So. Und dann müsste man ja auch bald da sein. Da kommt zuerst der Supermarkt. Und nach dem Supermarkt müsste doch die Spezialfutterfabrik kommen, oder? So, Supermarkt. Dann die Wohnhäuser. Und das nächste müsste doch die Spezialfutterfabrik sein. Ja, da ist sie doch. Muss ich mal gucken, ob ich das gut eingefahren habe. Nee, habe ich nicht. Bleib mal hier stehen. Ich glaube, ich vermute, ich kann den ein bisschen hochziehen. Denn dann kann ich von hier darüber. Dann müsste das doch funktionieren. Mach die Punkte mal weg. Ich lasse sie mal an, dass ich sehe, wo der hier anfängt mit Abladen, ob das auch wirklich reicht. Locker. So. Dann machen wir nämlich jetzt das hier. Spezialfutterfabrik, Warenausgang, Anlieferung bei den Tieren, und zwar Kühe. Mineralfutter Anlieferung. Und das ist dann Mineralfutter einmal Abfahrt. Und dann biegt er links ab. So wie ich das mag. Jawohl. Zack. Jetzt ist es gut eingefahren. Da muss ich immer alle Möglichkeiten offen halten. Irgendwann braucht man es vielleicht. Der wird wahrscheinlich wieder da jetzt halt aufladen, bevor er überhaupt beim Rohr ankommt. Aber mir ist es relativ wumpe, wo der sein Zeug rauszieht. Hauptsache, er zieht's raus. So, und bevor der wieder rumeiert hier, schicke man direkt los. Und dann macht er den Weg geradeaus. Ja, Freunde. Wie man Mineralfutter bei den Kühen ablädt, habt ihr ja schon gesehen. Deswegen kann ich mich jetzt ja ganz gemütlich von euch hier aus dem LKW raus verabschieden. Ich habe zwar eine etwas feminine Seite heute, aber egal. Ich
bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao, ciao, euer Obi.